Sehr gut. Jetzt Kopf nach unten, das kennen wir schon sehr gut. Wirklich versuchen, so weit wie möglich nach unten zu kommen. Und jetzt rechte Knie ein bisschen beugen. Links, rechts, links und langsam aufrollen. Noch einmal die Füße aufwärmen. Achso. Durchstrecken auf die Halbspitze und links, rechts und links. Sehr gut, jetzt machen wir ein bisschen auf die Füße unten, ja, und in die Knie und den Oberkörper ein bisschen vor. Sehr gut. So ist gut. Jetzt Fußfläche nach innen, Hände nach unten, Po rauf, Arme hoch und ziehen. Arme bis nach hinten, strecken, locker lassen. So, jetzt drehen uns wir ein bisschen seitlich. Nicht vergessen, immer Bauch einhalten, gell? Zentrum. Kinn in die Höhe und wir machen ganz langsame Welle. Beginnen wir mit den Schultern rückwärts, ein bisschen nach hinten beugen und zurück. Und noch ein. Langsam, ganz kleine Welle. Sehr gut. Und noch ein. Das ist gut. Jetzt wieder auf die andere Seite. Drehen. Diagonal und langsam. Schulter nach hinten. Nur einatmen. Einatmen und zurück. Noch ein. Mit Schultern beginnen. Sehr gut. Und ein letztes Mal. Super. Also diese Übungen, die wir jetzt gerade gemacht haben, benutzen wir schon in der nächsten Choreografie, die wir heute lernen. Also, liebe Damen, haben Sie Mut, trauen Sie sich, keine Scheue. Rufen Sie uns an, bewerben Sie sich. Es wird Ihnen sicher genauso viel Spaß machen wie uns und der Slatka. Bitte sehr, wir beginnen jetzt von Anfang an. Das heißt, wir machen die Beine auf, alles halten, Oberkörper in die Höhe ziehen, feste Beine. Und wir beginnen. Die Hand nach vorne in die erste Position. Zweite. Den Blick ist immer der Hand nach. Ja? Und Arrange. Und vor. Zweite. Arrange. Zurück. Langsam umdrehen. Und eine Welle. Und zweite Welle. Gerade hinstellen. Andere Seite. Noch eine Welle. Die Hände kommen auf die Hüfte. Und zweite Welle. Sehr gut. Jetzt weiter, den nächsten Achter. Wir haben gesagt, wir zählen immer bis 8. Erste Achter, zweite Achter. Somit können wir uns die Choreografie gut lernen und gut merken. Also Knie beugen. Jetzt arbeiten mit der Hüfte. Es nennt sich Isolation der Hüfte. Und zwar wir gehen rechts, links schwenken, rechts, links. Aufpassen, dass der ganze Oberkörper also nicht hängen bleibt. Das ist nicht gut, ja? Also strecken, Kinn rauf, immer halten. Ab hier halten. Becken locker. Rechts, links, rechts, links und von hier. Beide Arme kreuzen, ober dem Kopf, hinter dem Kopf, nach unten. Noch einmal. Und rechts, links, rechts, links und Arme kreuzen und über dem Körper nach unten. Sehr gut, jetzt versuchen wir das in einem. Also diese drei Achter, die wir gerade gelernt haben, versuchen wir gemeinsam in einem durchzumachen. Okay? Also Beine auseinander, hinstellen,
Bauch halten und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Jetzt aufpassen an die Schulter. Wir machen Schulter rauf und runter. 1, 2, 3, 4. Jetzt Vorsicht. 5, 6, 7 und 8. Okay? Ganz langsam. Also wir sind hier, jetzt haben wir das mit den Händen gemacht. Ja? Jetzt drehen wir wieder, Oberkörper ein bisschen diagonal und Schulter. 1, 2, 3, 4. Ich gebe Gewicht auf den linken Bein. Rechten schließe ich dazu. Linken mache ich auf. Rechten beuge ich. Und nur dazu ziehen. Noch einmal. Und auf den linken Bein. Gewicht, rechten dazu. Umsteigen. Aufmachen links. Schauen Sie jetzt. Der hintere Bein ist gestreckt. Der vordere, also rechte, auf dem ich stehe, ist leicht gebeugt. Vorsicht, wieder Oberkörper nicht hängen lassen. Halten. Sehr gut. Und schließen. Ein letztes Mal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Liebe Tänzerin, denkt dran, Arme sind sehr wichtig. Das ist die Seele einer Tänzerin. Also versucht's mit den Händen wirklich ganz zart und langsam zu arbeiten. Sage ich, wenn wir dann was Strenges haben, Schnelles haben, dann arbeiten wir anders. Aber diesmal ganz leicht, zart. Wie ein Wind. Okay, wir probieren das noch einmal von Anfang an. Wir stehen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und Hüfte. 2, 3, 4, Arme kreuzen. 5, 6, 7 und 8. Schultern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und 8. Sehr gut. Ich bin überzeugt, dass es zu Hause funktioniert. Ich bin überzeugt, dass ihr Spaß daran habt und dass das alles gelingt, was wir machen. Bitte, liebe Damen, rufen Sie uns an und bewerben Sie sich. Wählen Sie unten angezeichnete Telefonnummer Ihres Landes und bewerben Sie sich als Gast für die Sendung oder für eine private Stunde ohne Kameras, nur mit mir alleine. Also du und ich. Ich werde noch ein bisschen drauf schauen, was da alles los ist. Ob da jeder richtig arbeitet. So ist es in einer Tanzstunde. Gut, noch einmal. Wir beginnen. 5, 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Bauch halten. 1, 2, 3, 4. Zart die Hand. 5, 6, 7 und 8. Und 1, 2, die Welle. 3, 4, langsam. 5, 6 und lächeln. 7 und 8. Und 1, 2, 3, 4, sehr gut. 5, 6, 7 und 8. Und die Hüfte. 1, 2, raufschauen. 4, Arme. 5, 6, 7 und 8. Und die Schultern. 1,
2 macht dicht. 3, 4, 5, 6. Sehr gut, Radka. 7 und 8. Und ging hoch. Wir sind Damen und wir haben absolut keinen Grund, auf den Boden zu schauen. Immer auf. Das ist immer besser. Gut, meine Damen, jetzt haben wir das gemeinsam geschafft. Wir wiederholen es noch 2-mal und dann bin ich 100%ig überzeugt, dass es zu Hause funktioniert. Also hinstellen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Hüfte. 2, 3, 4, Arme, 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt, letztes Mal. Dann machen wir die Choreografie schnell. Jetzt noch einmal langsam. Schaffen wir das? Bin überzeugt, dass ja. Das ist funktioniert. Gut, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und Hüfte, 1, 2, 3, 4 Arme, 5, 6, 7 und 8 Schultern, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Okay, und jetzt sind wir soweit. Choreografie und schnelle Tempo. Vorbereiten. 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Noch einmal, meine Damen. Trauen Sie sich. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Noch einmal. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Noch einmal. Ich gebe euch keine Ruhe. Wir machen das wieder. Also es ist wirklich absolut egal, meine Damen. Ihr Alter, 20, 30, 50, egal. Hauptsache, es soll Ihnen Spaß machen und Freude bringen. Wir machen auch ein bisschen was für den Körper. Positiv denken und die Choreografie noch einmal wiederholen. 5, 6, 7, 8, 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Super! Nicht aufgeben, weiter tun. Tanzen, das ist ein ständiges Lernen, ständiges Wiederholen. Aber es macht Spaß, es gut tut deinem Körper. Also bitte mach mit. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Super! Zlatka, wie geht's dir? Ich hoffe, es geht gut. Edas, geht's euch gut? Super! Wir machen das noch einmal. Und ihr zu Hause? Okay. Trauen Sie sich.
Das schaffen wir schon, gemeinsam sicher. Vorbereiten. Noch einmal. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6. Gehen rauf. Noch einmal. Tanzen ist Spaß. Freiheit. Und Freude. Vorbereiten. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Super! Funktioniert? Ich bin überzeugt. Und noch einmal die Hüfte. Einfach nur der Musik hören. Vorbereiten. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super! So, die Choreografie haben wir jetzt fertig getanzt. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder mal Spaß gemacht, genauso wie uns. Und was kommt nach dem Tanzen? Stretchen. Also wir gehen auf den Boden. Wir setzen uns hin und strecken wieder mal die Beine. Rücken wieder anlehnen, locker lassen. Ja? Rücken strecken wir momentan nicht auf. Also, Bein hochheben. Durchstrecken, nicht vergessen und einen ganz kleinen Kreis machen. Und wieder zurück. Noch einmal links. Ein kleiner Kreis. Und zurück. Ihr braucht starke Beine, schöne Beine. Kreisen und wieder auf den Boden. Ein letztes Mal kreisen und auf den Boden. Und jetzt drehen wir uns hier. So. Wieder mal etwas für die Gelenke. So, kreuzen die Beine, ja? Und versuchen die Knie ganz auf den Boden zu bringen. Einatmen und Oberkörper nach vorne. Es zieht vielleicht leicht, aber es geht nicht anders. Es muss so sein. Also einatmen. Und wieder nach vorne locker lassen. Ausatmen. Aufrollen. Noch einmal. Arme rauf, ganz zart, so wie wir das gelernt haben schon am Beginn. Aufmachen in die zweite Position. Rückwärts, Schultern aushängen. Kopf nach unten. Und ausatmen. Ein letztes Mal. Einatmen, Arme aufmachen, rückwärts, Schultern aushängen, ausatmen. Sehr gut. So, jetzt wieder Beine zusammen, mit Ferse nach oben, so sind wir Tänzerinnen. Und beugen, anfassen von unten, strecken. Und runterlassen. Und noch einmal. Beugen, anfassen, strecken und auf den Boden. Also falls es euch passiert, dass ihr einen Krampf in die Beine bekommt, entweder unten oder in Oberschenkel, keine Angst bitte. Es ist nur am Beginn, bis sich das Ganze dran gewöhnt. Das Ganze kommt mit dem Training. Also langsam werden die Krämpfe vergehen. Falls es aber passiert, dann rate ich euch, einen Flex zu machen. Ja, ein bisschen die Zehen ziehen
oder dann den Bein, wenn es in Oberschenkel ist, also nach hinten beugen und wieder ein bisschen ziehen lassen und dann ist er schon weg. Gut? Okay, jetzt machen wir die Beine auf und Beine strecken. Flex. Noch einmal strecken. Flex. Locker lassen. Und jetzt ganz langsam. Eine Hand, zweite Hand. Noch einmal. Und noch mehr nach unten. Noch ein Stückchen. Und noch ein bisschen. Macht euch bitte keine Sorgen, dass es nicht am Beginn so weit geht. Wieder Training, Training, Training. So ist es. Langsam rauf. Einatmen. Ausatmen. Und noch einmal mit der Hüfte. Vor. Vor. Sehr gut. Relax, meine Damen. Nicht mit Kraft arbeiten. Nicht beim Stretching. Sehr gut. Also, liebe Tänzerinnen, es ist Zeit, dass ich mich von Ihnen verabschiede, genauso wie ich mich mit unserem Gast Zlatka verabschieden muss. Zlatka, danke vielmals. Haben Sie Mut, trauen Sie sich, meine Damen. Rufen Sie an auf die unten eingeblendete Telefonnummer Ihres Landes und bewerben Sie sich als Gast für die Sendung oder für eine private Tanzstunde ganz ohne Kameras, allein du und ich in einem Tanzstudio. Ich freue mich drauf und für heute sage ich Tschüss, eure Susi von Kukadance.